Das große Tunnelbauprojekt LEP auf der Bahnstrecke Lausanne-Echallon-Berchier steht kurz vor dem Abschluss. Checks, Tests und Abnahmen sind bereits in vollem Gange. Erste Testfahrten haben bereits stattgefunden. Es ist beeindruckend, was sich in den letzten 12 Monaten alles so getan hat. Die Stimmung ist nach wie vor überragend. Und die nachfolgenden Bilder verdeutlichen, wie enorm sich das Projekt entwickelt hat. Im Juni 2021 war der Tunnel noch nicht durchbrochen. Erst im November 2021 war es dann soweit. Nur 4 Monate später eröffnet sich der Blick auf die Station Lausanne-Chaudron. Cablex war für die Montage und Verkabelung der 3 großen Axialventilatoren zur Entrauchung des Tunnels verantwortlich. Der Einbau der Ventilatoren stellte eine große Herausforderung dar. Sie werden im Ernstfall von der Feuerwehr aktiviert und verbrauchen 14-mal mehr Strom als ein Einfamilienhaus. Hier ist die Steuerung der Axialventilatoren zu sehen und darunter befindet sich die Steuerung der Tunnelventilatoren. Diese Tunnelventilatoren hat Cablex im Auftrag von Siemens an der Decke befestigt. Jeder Ventilator hat ein Gewicht von 500 Kilogramm. Ein spezielles System zeigt alle elektromechanischen Installationen des Tunnels, von der Belüftung über Brandmeldung bis zur Beleuchtung oder Löschwasserleitung. So kann der Betreiber den Tunnel Tag und Nacht überwachen. Urs Flückiger, Head of Infrastructure bei Cablex, trifft im März 2022 seine Kollegen von Siemens im Technikraum. 9 Monate zuvor befanden sich die Installationen noch im Bau. Auch dieser Blick in den alten Eisenbahntunnel verdeutlicht, wie schnell der Rückbau der Gleise stattgefunden hat. Die Fluchtwege, die die Passagiere im Notfall aus dem Tunnel führen, sind inzwischen ausgebaut und durch Brandschleusen gesichert. Im März 2022 bringt Cablex die Markierungen der Notausgänge und Fluchtwege im neuen LEP-Tunnel an. Im November 2021 installierte Cablex die Stromversorgung für die Deckenstromschienen. Hier liegen sie zur Montage bereit. Inzwischen wurden sie von der Firma GCF an den dafür vorgesehenen Trägern befestigt. Cablex installierte die Stromversorgung der Steckdosenverteilkasten im Tunnelbereich für spätere Unterhaltsarbeiten. Beim ersten Baustellenbesuch waren die Gleise noch nicht verlegt und auch die Beleuchtung des Handlaufs fehlte noch. Ein anderes Bild zeigt sich nur knapp 9 Monate später. Die 3 Besuche im LEP-Tunnel im Abstand von 4 Monaten veranschaulichten, wie innerhalb eines Jahres aus einer Baustelle ein beeindruckendes Bauwerk entstanden ist.